So. Ja, dann hole ich mir aber erstmal ein bisschen Eisen und so. Ich habe mir jetzt schon wieder hier ein Kloß in den Hals gequatscht. Keine Ahnung, wie man das nennen will. Ja, jedenfalls habe ich gerade so viel geredet, dass ich schon wieder irgendwie echt eine Pause brauche. Ja, ich habe schon wieder so eine Art Halsschmerzen. Zwar jetzt nicht so komplette Schmerzen, aber wie so eine Verkrampfung. Kennt ihr das? Ich weiß nicht. Und deswegen will ich eigentlich gerade ein bisschen weniger reden. Aber ja, ich musste halt die ganzen Informationen mal raushauen jetzt, die es gab. Also schaut da nochmal vorbei bei dem Video, letzte Folge, ja. Einfach mal. Und ja, jetzt hat es ja den Schnitt gegeben und in dieser Folge möchte ich dann eben so ein bisschen drauf eingehen, was mit den Praktika ist bei einem Studium, ja. Also vor allem bei einem technischen Studium hast du halt oft so Laborunterricht oder Laborstunde, wo du dann eben dein Versuchspraktikum durchführen musst. Das heißt, ja, du machst ein Protokoll, beziehungsweise du kriegst im Vorhinein eigentlich schon das Protokoll so übers Internet oder so gestellt und dann musst du das eben ausdrucken oder so und eben schon mal vorbereiten. Da gibt es immer so Vorbereitungsaufgaben, die du erledigen musst und ja, da hast du dann eben immer ziemlich viele Aufgaben zu lösen schon mal. Das dauert schon mal seine Zeit, muss ich sagen. Und ja, die nimmst du dann eben mit dahin und dann kannst du auf der Grundlage quasi das Experiment durchführen. Da gibt es immer zwei Teile, in die die Vorbereitungsaufgaben geteilt sind. Der eine Teil ist eben so theoretische Grundlagen zum Thema. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier ein Fadenpendel-Experiment machen sollst in Physik, da musst du eben vorher erstmal so ein bisschen recherchieren über das Fadenpendeln. Da steht dann so da, ja, was ist das oder was verbirgt sich hinter dem Begriff und definieren sie und nennen sie Beispiele und dann gibt es da so Rechenaufgaben vielleicht noch oder keine Ahnung, ja, oder Messgeräte bestimmte, die du nochmal näher beschreiben sollst und ja, alles solche Sachen. Und dann gibt es noch den zweiten Teil, der dann eben wirklich aus den Aufgaben besteht, die du dann vor Ort lösen sollst mit dem Experiment, ja. Also zum Beispiel bestimmen sie die Dichte des Körpers durch das Wasser oder durch Eintauchen im Wasser oder sowas, ja, keine Ahnung. Simples Beispiel mal an der Stelle. Ja, und da musst du dann eben auch schon was vorbereiten, so ein paar Rechenwege oder so, ja, dir zurechtlegen, gucken, wie man das machen kann, ja. Und ja, dann musst du eben während des Experiments die ganzen Sachen erfassen und aufschreiben und dann noch nach dem Experiment später, wo es dann auch nochmal Zeit gibt, aber ja, direkt im Labor halt nochmal, also das musst du nicht mit nach Hause nehmen, zum Glück. Zumindest ist es bei uns nicht so. In anderen Studiengängen kann ich es mir gut vorstellen, dass es so ist, dass du das dann mit nach Hause kriegst und da die Auswertung machst, ja. Und dann irgendwann ist Abgabe. Ja, jedenfalls kannst du dann eben die Auswertung machen und so und naja. So läuft das erstmal grob ab, ja, das Experiment. Und ja, je nachdem dauert es dann eben schon gut und gerne mal, ja, 2, 3 Stunden, bis du überhaupt das eine Experiment vorbereitet hast. Keine Ahnung. Also, das kann schon mal gut hinkommen. Ist natürlich ziemlich lange, muss ich sagen, ja. Eigentlich sind auch nur 1,5 Stunden mit Vor- und Nachbereitung vorgesehen. Aber meistens wird es dann trotzdem mehr, ja. Ja, keine Ahnung. Ist halt so ein bisschen doof gemacht. Aber im Modulhandbuch und so steht halt 1,5 Stunden Experimentdurchführung und 1,5 Stunden oder Vorbereitung. Genau. Aber das ist natürlich auch schon mal ziemlich viel, ja. Und ob es jetzt 1,5 oder zum Beispiel 2,5 sind, ja, ich meine, es ist ein Unterschied, ja, aber es ist trotzdem beides viel und naja, keine Ahnung. Jedenfalls, was soll ich sagen? Ich finde es halt ein bisschen anstrengend, immer diese Laborpraktika, weil du stehst auch die ganze Zeit unter Strom, wenn du dann das Experiment durchführst, weil du hast halt wirklich nur diese 90 Minuten, um das alles aufzubauen, die ganzen Geräte und die ganzen Messwerte zu erfassen. Und dann ist halt Schluss, ja. Und das ist halt problematisch so ein bisschen. Und das versetzt einen schnell unter Stress. Keine Ahnung. Naja. Jedenfalls ist mir das im Physikdurchlauf so gegangen, dass es ziemlich nervig war und dass ich da so ein bisschen, ja, immer Probleme hatte mit der Zeit, ja, da alles hinzukriegen noch und so. Keine Ahnung, das ist schon nicht so einfach, das alles zu handeln. Und ich hoffe, das wird jetzt besser. Ja, letztes Semester hatte ich da nur einen Experimentdurchlauf, einen.
Und zwar Physik war das. Und nächstes Semester jetzt, da habe ich zwei Experimentdurchläufe, und zwar Chemie, oder eigentlich, ja, also das ist eigentlich beides Chemie, diese beiden Durchläufe. Jedoch, ja, ist das eine nochmal extra so ein Fach. Ja, das ist, beschäftigt sich vor allem mit Werkstoffen und so, und ja, so ein bisschen eher einem dem technischen Aspekt, genau. Und das andere beschäftigt sich dann eben doch mehr mit so richtig Chemikalien und so, ja. Und ja, das ist eben insgesamt dann doppelt so viel wie letztes Semester, circa. Also ja, ist schon wieder einiges mehr, was wir jetzt an Laborversuchen haben. Und vor allem überlappen die sich dann noch ein bisschen. Also die beiden Durchläufe sind nicht nacheinander oder so, sondern die überschneiden sich, ja. Und da habe ich dann teilweise montags zum Beispiel Chemie mit den Chemikalien und dann Donnerstag das mit den Werkstoffen. Das heißt, da muss ich dann jede Woche für beide Sachen die Protokolle vorbereiten. Und das wird schon ziemlich stressig, muss ich sagen. Also ja, da bin ich dann schon froh, wenn ich das fertig habe. Das Ding ist halt, dass diese beiden Sachen Prüfungsvoraussetzungen sind für dieses Fach Chemie eben, ja, was wir ja, wo wir eine Klausur schreiben. Und ja, das heißt, wenn du diesen Laborschein nicht hast oder die Sache nicht richtig abschließt, dann kannst du nicht an der Klausur teilnehmen, was natürlich schlecht ist, weil ja, da musst du es dann in einem Jahr oder so nochmal machen, und das ist halt blöd. Also nicht nur ein Semester, sondern zwei Semester hast du dann Wartezeit, und ja, bis dahin hast du auch wieder genug anderes, ja, und keine Ahnung, das muss halt nicht sein, das dann noch so lange hinauszuzögern oder zu verschieben. Und ja, ich wollte gerade mal gucken hier, mir fällt gerade auf, dass ich hier die Musik viel zu laut habe. Ja, und die haben hier einen Schieberegler jetzt so gemacht, dass der irgendwie blau wird, wenn man den bewegt. War vorher auch noch nicht. Naja, so, ich glaube bei 90 war das, ne? Das war das Normale. Gut, dann geht's ja doch noch. Ich dachte, ich muss den jetzt auf 50 oder so runterstellen. Aber okay. Ja, jedenfalls so viel zu den Praktika. Jetzt wisst ihr erstmal so ein bisschen Bescheid, wenn ihr jetzt irgendwas Naturwissenschaftliches studieren wollt oder so. Ja, da ist eben sowas häufig dabei, solche Sachen, und ja, da muss man eben sich drauf einstellen und da schon mal Bescheid wissen. Finde ich auf jeden Fall ganz praktisch, wenn man schon mal so ein bisschen die Sachen weiß, die organisatorischen, wie das so abläuft und so. Also mir hätte das schon mal sehr geholfen, wenn ich das im Vorhinein gewusst hätte, die ganzen Sachen, die ich jetzt so erzählt habe. Und ja, deswegen erzähle ich eben solche Themen, damit man sich darauf einstellen kann, wenn man jetzt überlegt, sowas zu studieren. Und ja, ist natürlich dann auch von Hochschule zu Hochschule immer unterschiedlich, ja. So ganz gleich wird das natürlich dann bei euch auch nicht sein, aber immerhin habt ihr schon mal so eine Vorstellung jetzt davon und eben vielleicht schon mal gewissermaßen auch einen Einblick, was man so da erwartet, quasi, ne? Sind also teilweise auch Experimente dabei, die ziemlich ja, basic-lastig sind, sag ich mal, die aber trotzdem gut vorbereitet werden müssen, ja. Also da kannst du ja nicht sagen, ach ja, kenne ich alles schon, muss ich nicht vorbereiten, sondern die Aufgaben musst du eben alle dann mit abgeben, mit der Auswertung zusammen. Also es ist schon nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, würde ich sagen. Und naja, ich hab's eigentlich nicht vermisst, muss ich sagen. Also es ist halt immer ziemlich stressig und so, die Zeit, und ich bin froh, wenn ich dann wieder das Ganze geschafft habe. Ja, mal schauen, wie das so wird. Aber ja, das sehen wir dann. Ich würde sagen, ja, ich bin eigentlich fertig mit dem Thema. Ich muss jetzt hier wieder aus der Höhle finden, aber ich finde irgendwie nicht raus. Naja, suche ich ja nochmal ein bisschen rum, was es vielleicht noch so gibt zu entdecken, und ja, dann sehen wir das. Ah ja, ich habe jetzt echt extrem viel geredet, muss ich sagen. Weil es auch eben viel zu erzählen gab. Also, ja, letzte Folge mit den Infos hier, ja. Erstmal was mit dem Kanal und so jetzt los ist, ne, in letzter Zeit. Und dann eben jetzt nochmal diese Sache mit diesen Praktika. Fand ich auch eigentlich ein ganz interessantes Thema. Kann man auf jeden Fall einiges zu sagen. Und ja, ich mach dann hier erstmal alles weg. Oder alles zu. So. Okay. Ja, hier die Fackeln und so, ja. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Ich habe wieder irgendeinen Satz angefangen und nicht beendet. So.
Okay, Rüstung habe ich aber auch. Das ist schon mal gut. Ich brauche ein neues Schwert unbedingt, ey, ne? Ich vergesse das immer, mir eins zu craften dann. Oder ich weiß auch nicht, woran es liegt. Jedenfalls, ja. Ist gerade ein bisschen doof. Ich würde aber auch mal sagen, ich beende mal die Aufnahme an der Stelle, ja. Also ich werde jetzt in Zukunft immer 2 Folgen am Stück aufnehmen. Ich denke mal, das ist eine gute Quote oder so. Und warum sind hier so viele Zombies? Ist hier ein Spawner oder was? Weil das ist schon ein bisschen krass hier, ne? Muss ich ja sagen. Also kommt mir echt ziemlich viel vor. Naja, mal sehen. Jetzt erstmal tschüss und bis später an der Stelle.